Vielen Dank, Käthe Kratz, für diesen Film, für Lebenslinien, den ersten Teil. Ich darf eben, ich wurde gebeten von FC Gloria, die eben Kooperationspartner von der Retrospektive sind, die Moderation, also das Gespräch heute bei der Eröffnung der Retrospektive zu machen. Und zwar hat mir Will Birgt im E-Mail geschrieben, es wäre schön, wenn eine Filmregisseurin, die jetzt die junge Generation ist, das Gespräch führt. Und ich habe das als Anlass genommen, aus dieser Perspektive das Gespräch zu führen, weil ganz persönlich für mich ist es wahnsinnig wichtig, diese weiblichen Vorbilder zu haben in meinem Beruf. Und deswegen komme ich eigentlich gleich zu einer ersten Frage, wo ich eben beim Anfang anfangen möchte. Wie kommt man auf die Idee, auf die Filmakademie zu gehen, wenn es keine Vorbilder gibt? Wie ist das entstanden, dieser Wunsch, Filme zu machen, mit Bewegtbildgeschichten zu erzählen? Ja, also die hört man mich ab. Die Antwort ist so banal und blöd, dass ich mich scheue, sie zu sehen. Es gibt nur dumme Fragen, keine dumme Antwort. Ich kam aus Salzburg dann ein Jahr in der amerikanischen Wüste irgendwo, vollkommen unbeleckt, kulturell sehr uninformiert, politisch auch. Kam nach Wien, habe angefangen Theaterwissenschaft zu studieren, weil Literatur und auch dramatische Literatur und Theater, das war das Einzige, wo ich irgendwie einen Boden unter den Füßen hatte. Und das hat mich dermaßen gelangweilt, dass ich die erste Chance, wie ich zufällig erfahren habe, dass man sich da anmelden kann, habe ich sofort gesagt, da gehe ich mit. Also der Schritt dorthin war wirklich Zufall, Glücksfall, wie auch immer, aber im Moment, wo ich dort war, habe ich gewusst, das ist der richtige Weg für mich. Also meine einzige Vorbelastung war eben das gerne schreiben und gerne mich mit Worten und mit Literatur zu befassen und gerne zu fotografieren. Das war die Voraussetzung, aber auch meine Kinoerfahrung war ziemlich mager. Aber gut geblufft dann einfach? Oder? Absolut, absolut geblufft, ja. Und wie ist es dann zu dem Schritt gekommen, eben Regie und Drehbuch zu machen, in dem Sinn, dass es ja eben dieses Geschichtenerzählen ist und weil es eben heißt, die erste Regiestudentin oder weil es so war, ist mit offenen Armen gewartet worden? Nein, also nach diesem eher jetzt ein bisschen sehr simplen Beginn. Ich habe dann schon sehr schnell und sehr entschieden angefangen, mir das Wissen, überhaupt das Welt, das Bild von der Welt anzueignen, das mir vorher völlig, völlig fremd war. Dazu kam auch, dass dann 68 gekommen ist, also dass gesellschaftlich wahnsinnig viel in Bewegung war, was mich anfangs auch eher geschreckt hat. Aber auch da habe ich dann, so schnell es mir möglich war, begonnen, das zu begreifen. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr weiter Weg, den ich dann in ziemlich kurzer Zeit zurückgelegt habe. Auf der Filmakademie, also nachdem ich mich dort eben hineingeblufft hatte, ging es eigentlich sehr gut. Also es gab da ja manche, die gemeint haben, sie müssen mich da jetzt irgendwie veräppeln. Aber im Prinzip war es eine, also vor allem unter den Kollegen, meine nur männlichen, sehr, sehr solidarische, sehr freundschaftliche Stimmung und auch unter den Unterrichtenden. Also das war so, nachdem der Anfangsschock, was passiert da jetzt, vorbei war, war es schwierig, wurde es wirklich danach. Also da ist dann wirklich die Härte ausgebrochen. Bei der Frage, welche beruflichen Möglichkeiten im weitesten Sinn gibt es da? Nun waren die beruflichen Möglichkeiten für alle nicht so rosig, weil es gab noch keine Filmförderung, es gab noch keinen Kinofilm, außer einer Minimalförderung über das Kulturministerium und so. Das Fernsehen hat auch noch nicht sich als
eine Institution, die auch Filme schafft, verstanden, sondern da wurden halt meistens irgendwelche Theaterstücke abgefilmt und gezeigt und so. Das ist alles in diesen wenigen Jahren erst entstanden. Aber die Jahre dazwischen, die waren ziemlich zum Verzweifeln. Aber ja, ich habe dann die Möglichkeit gekriegt, so ganz kleine Beiträge für das Kinder- und Jugendfernsehen machen, klassisch. Noch immer herzlichen Dank Heide Pilz, die mir das ermöglicht hat. Dann fürs Schulfernsehen, dann habe ich also ein paar Beiträge gemacht, dann immer wieder gekämpft, aus diesen Nischen rauszukommen. Und das hat halt schon sehr, war schon sehr schwierig. Es ging dann über das Drehbuchschreiben letztlich. Und ist da eben schon noch dieses, was wir auch in Lebenslinien sehen, dieser Wunsch gekommen, sozusagen auch die Frauenperspektive in den Vordergrund erzählerisch im Film zu rücken, also Frauen als Hauptfiguren in den Film zu setzen? Ja, das war die zweite große Metamorphose dieser Zeit. Also es war wirklich eine sehr bewegte Zeit, dass ich in die Frauenbewegung gekommen bin und das heißt gegangen bin und damit viel mehr als die 68er-Bewegung sozusagen einen Erzählboden bekommen habe. Das war am Beginn auch nicht so. Also meine ersten Akademie-Kleinstfilme, da sind immer wieder Burschen oder Männer im Zentrum gestanden. Ist mir erst viel später aufgefallen. Hm? Also diese Wahrnehmung einmal von mir selbst, die Perspektive auf die Welt aus einem Frauenblick, die ist auch erst entstanden. Es war alles sehr knapp, sehr schnell. Ja, man macht doch vielleicht auch nach, was man sieht, also imitiert ja am Anfang. Also habe ich das also selber auch erlebt, dass man am Anfang vielleicht... Na klar. Natürlich, wenn man nicht dran denkt, dass es das... Ja, wenn man noch keine eigene Perspektive hat. Ne? Ja. Ja. Und in einigen Online-Biografien taucht dann eben der schöne Satz aus, sie ging zum ORF. Das klingt, wie wenn es ein gemütlicher Spaziergang an einem Frühlingstag hinüber wäre. Du hast schon kurz erzählt von den Anfangszeiten, aber wie kam es dann dazu, dass eben dein erster Regiefilm, Glückliche Zeiten, und dann aber eben auch Lebenslinien entstehen konnte? Ja, also der Einstieg war, wie gesagt, übers Drehbuchschreiben, vor allem mit männlichen Kollegen damals, wo ich auch Regieassistent gemacht habe und ja, wo schon eine große Solidarität da war, muss man sagen, bei allem Problematischen, aber das war doch eine sehr, sehr solidarische Situation. Und da ist es dann langsam gelungen, mich einmal als Drehbuchautorin überhaupt namentlich vorkommen zu lassen und dann eben diesen ersten Film machen zu lassen gegen viele heftige Widerstände und sicher auch mit der Erwartung, oder mit der Haltung von Seiten des ORF, also die Frauenbewegung war inzwischen so präsent, völlig ignorieren können wir es nicht mehr. Irgendwann aber müssen wir in diesen sauren Apfel beißen, also beißen wir jetzt, wird eh Mist und dann ist die Sache wieder gegessen und erledigt. So, mit dieser Erwartungshaltung bin ich also in meinen, sehr ermutigend, in meine erste Spielfilmarbeit gegangen, aber ich habe da immer einen guten... Vielleicht ein Verdrängungsmechanismus, ich schiebe das dann einfach weg. Oder vielleicht ein Herausforderungsmechanismus auch? Ja, das auf jeden Fall auch. War es vielleicht auch, um das vielleicht nochmal so einzubetten, ja auch, das war ja auch eben, weil auch die Doku über die Johanna Donald vorher erwähnt wurde, 1979 ist Johanna Donald Staatssekretärin für Frauenfragen geworden, war das eben auch diese Zeit, dass da eben klar war, man muss es mal ausprobieren. Wenigstens und dann das war weiter. Schon, das war schon ein bisschen früher. Also dass das, also die Kraft der autonomen Frauenbewegung war schon früher, hat schon früher angefangen. Die Tatsache, dass Johanna Donald Frauenstaatssekretärin war, war natürlich ein großer Schub, ein wichtiger Schub in dieser Entwicklung. War aber nicht kein wichtiger Teil im Diskurs, im Kämpfertum, in den Fragen, um die es gegangen ist, das weniger. Und jetzt ganz konkret zu Lebenslinien, wie ist da die Idee entstanden,
so einen historischen Rückblick über mehrere Frauengenerationen zu erzählen. Was war da so der Anlasspunkt oder gab es da, war das so mehrere Ideen, die zusammengeflossen sind? Wie ist das entstanden? Ja, es sind eigentlich immer mehrere. Ein wichtiger Punkt war, dass auch in der autonomen Frauenbewegung die Wahrnehmung gewachsen ist, dass Frauen scheinbar keine Geschichte haben, ja? Dass sie in den Geschichtsbüchern, aber auch in sonstigen Veröffentlichungen meist nur marginal bis überhaupt nicht vorkommen. Das heißt, es war auch ein Anspruch der Frauenbewegung, unsere Geschichte wieder zu finden. Und für mich natürlich auch die Frage, und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, so mit diesem Mangel an Vorbildern. Ja? Also zu suchen, wo sind jetzt Frauen anderer Generationen, die vielleicht auf irgendeine Weise da was versucht haben in Gang zu setzen oder um was gekämpft haben, die so im weitesten Sinn Vorbilder oder wenigstens eine Rückendeckung geben können. Die so Treppenstufen gebildet haben für eine genau, Entwicklung. Genau. Mhm. Ich finde das schön, es gibt ja mittlerweile diesen Begriff Her Story, mhm. um klar mhm. zu machen, dass ich, mhm. also um den weiblichen Sicht auf die Geschichte ja. zu lenken. Und vor allem, es ist ja eigentlich gerade bei dem, das ist ja das Schöne gerade, dass es ja nicht nur sozusagen eine Frauengeschichte ist, aber dass wir eben auch verschiedene soziale Schichten in Augustine sehen. Das ist ja. eben auch gerade auch selbst aus der Männerperspektive die Schicht, die sie gerne aus den Geschichtsbüchern ferngehalten wird. Da werden die Schlachten berichtet und die Herrscherentscheidungen, ja. 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 aber nicht die Kämpfe und der Alltag der ja. Kleinen, wenn man das so. Oder? Ja, also der Film oder diese Art von Filmen war sicher für damals sehr fordernd und auch sehr irritierend. Also sowohl die, also infolge der 68er Bewegung, die jetzt immer so beschimpft und niedergemacht wird, zu Unrecht meine ich, in kultureller Folge dieser Bewegung wurden dann die gesellschaftlich niederen Schichten Männer zum Thema. Frauen noch immer nicht. Das blieb halt einfach Frauen vorbehalten. Na gut, und wir haben es gemacht. Ja. Vielleicht sage ich noch kurz, ich mache nachher auch auf zum Publikum, da gibt es dann auch ein Saalmikro, aber ich möchte noch kurz noch einmal fragen, war es von Anfang an als 5 Teile geplant und wenn ja, wie war, also war immer zuerst das Drehbuch fertig, dann ist es gedreht worden, das nächste Drehbuch ist geschrieben worden oder war dieser grobe Verlauf schon, dass es eben sieht, ja, Mütter, Töchter? Es war erst, waren 3 Teile geplant, die habe ich auch in einem Guss, in einer Arbeit geschrieben und dann auch kreuz und quer so durcheinander auf einmal gedreht, was eine wirklich wahnwitzige Anstrengung war, aber auch natürlich sehr interessant und sehr, sehr erfüllend auch. Und dann kam die Überlegung, dass es doch da so abreißt an einem Punkt, der danach verlangt, wie es weitergeht. Und dann sind die beiden, das sind Nummer 4 und 5 entstanden. Und weiter als bis, der letzte spielt 1968 und weiter wollte ich die Geschichte auch nicht führen. Weil ich den Eindruck gehabt habe, dann wird es jetzt ein Gegenwartsfilm mit anderen Regeln, mit einer anderen Dramaturgie, mit anderen formalen Mitteln und so weiter. Und die Recherchearbeit muss ja auch ein Wahnsinn gewesen sein, weil sie so detailreich erzählen. Allein, ich habe mir jetzt wieder gedacht, wenn sie das Händel am Tisch stellt für den Martin und sich, und das sind eben nur noch diese Reste, wie bist du da dran gegangen, an diese detaillierte historische Recherche? Ja, ich habe wirklich sehr, sehr viel gelesen, sehr viel gesucht. Also allein auf diesen kurzen Aufstand oder auf die Straße gehen der Dienstmädchen, das habe ich zufällig in einer Zeitung, ich weiß nicht, was ich gesucht habe, eine so kleine Notiz gefunden. Und das hat mich aber sehr befeuert, gerade weil dieser Stand der Dienstboten ja immer als besonders reaktionär angepasst, angelehnt an die Herrschaft, besonders unpolitisch und so,
wahrgenommen wurde. Und da haben wir gedacht, sieh da, da gab es ja schon mal was. Ja? Und wenn auch klein und natürlich gescheitert, aber trotzdem, es gab da was. Und so waren es eigentlich immer wieder so kleine Punkte, oder wie im zweiten Film, wo eine Frau nach dem Ersten Weltkrieg Arbeiterrätin wurde. Wie lange ich gesucht habe, um herauszufinden, ob es sowas gab. Ja. Es gab wirklich nichts. Es war unendlich viel Wühlarbeit auf der Suche nach irgendein paar Bröseln. Und wie ich auf die Knochen, die Hühnerknochen gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Nein, aber es war nur ein Beispiel für diese Teilreichtum. Ja. Ich will ein Zitat kurz bringen, das Julia Püringer gesagt hat bei ihrer Keynote zur ProPro 2019 eröffnet, also für weibliche Produzentinnen, eine Tagung. Und da hat sie gesagt, was wir sehen und was sie nicht sehen, ist Politik. Und ich habe da jetzt eben sehr viel in dem Kontext auch von dem Film denken müssen, weil eben wohin schaut man, wessen Leben rückt man in den Mittelpunkt und wessen Perspektive sieht man. Ist das vielleicht was grundsätzlich dein Filmschaffen geprägt hat, dass es Politik ist, wem wir die Leinwand zur Verfügung stellen? Ja, ist es ja auch. Ne? Und mir war immer beim Erzählen und beim Filmemachen sowieso immer wichtig, dass ich weiß, warum ich was erzähle. Also nur was zu erzählen, um es zu erzählen, um es zu erzählen, das hat mich überhaupt nie interessiert. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht so gut hingekriegt. Das heißt, etwas zu erzählen, von dem man vielleicht einen Gedanken, ein Bild, ein irgendwas mitnehmen kann, das war mir schon immer wichtig. Und nachdem meine Perspektive nun einmal eine politische war und ist, war das gar nicht zu vermeiden. Ne? Hat sie sich in der Kamera fortgesetzt? Ja. Was waren denn so die Reaktionen, wie Lebenslinien ausgestrahlt wurden? Oder lieber nicht? Na, das ist wirklich eine eigene spannende und ziemlich irrsinnige Geschichte. Also zum einen war das, was direkt gekommen ist, das, was in Form von Veranstaltungen, von sonstigen Reaktionen gekommen ist, war wirklich überwältigend. Also es hat offenbar wirklich in einen Punkt berührt, der schon längst ans Licht gehört hat. Die öffentlichen Reaktionen waren extrem unterschiedlich. Und ich habe vor etlichen Jahren, es ist schon lange anlässlich eines Seminars oder Panels, irgendwas, habe ich mir mal die Kritiken von den Filmen angeschaut. Und da bin ich drauf gekommen. Deutsche Kritiken, die ja gleich ausgestrahlt wurden, waren durchgehend, und durchgehend sehr, sehr, sehr positiv bis hymnisch. Kritiken aus der österreichischen Provinz waren gemischt, vorwiegend positiv, und Kritiken in Wien waren vernichtet. Die Kaiserstadt. Genau. Ja, ob es am Kaiser lag, weiß ich nicht, aber... Ja, also hier ist offenbar, haben diese Filme schon etwas berührt, was derartig aggressiv gemacht hat. Ja. Und das war auch nicht so leicht auszuhalten. Das Thema der Solidarität hat der Florian bei der Einleitung schon angesprochen. Und ich finde eben neben dem Thema der Selbstbestimmung ist eben auch gerade die Solidarität unter den Frauen in dem Film spürbar, und ich habe am Schluss gerade wieder dieses Schlussbild, diese Schlussszene, wo sie alle um das Neugeborene sitzen und irgendwie so gespiegelt gesehen mit dem Bild, das über ihrem Bett hängt von Maria und Jesus. Man sieht, ich bin nicht religiös bewandert. Aber ich finde, dieses Thema Frauensolidarität ist was auch mir so aufgefallen ist, dass, wie ich den Film angeschaut habe, dass ich es brauche, so dringend, das zu sehen. Und
dass es gar nicht also auch bei der Lehrerin als um eine vielleicht Mutterfigur geht, sondern um eben eine Vorbildfigur, um jemand, der einen Optionen gibt oder den Rücken stärkt, den eigenen Weg zu gehen. Und war diese Solidarität war ja auch ein Thema neben der eigentlichen Dreharbeit, für die ich gerade im Filmbereich, gerade die Frauensolidarität, da habt ihr euch ja auch Kraft gefunden. Ja, also es war der Begriff der Solidarität in der Frauenbewegung ein ganz wichtiger, tragender, selbstverständlicher. Er war auch in der linken Bewegung damals noch ein selbstverständlicher. Und umso ein auch wirklich zum Teil gelebter, oder zum Gutteil gelebter, so gut wir es halt konnten. Schmerzhaft war mit so die Erfahrung der 90er Jahre, späten 80er, 90er, Beginn 2000er, so wie der neoliberale Rundumschlag kam und der Begriff der Solidarität nicht nur nicht mehr vorkam, sondern förmlich zu einem Schimpfwort wurde, ebenso wie der Begriff des Feminismus nebenbei. Also das waren alles derartig desavouierte Begriffe. Das war auch schmerzhaft für uns, ja, zu sagen, was ist denn da jetzt passiert, dass die Begriffe derartig, also nicht nur die Praxis, sondern so überhaupt auch das Denken und das Reden darüber schon so negativ besetzt ist. Ich freue mich festzustellen in den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt einmal, dass sich das wieder geändert hat. Und zwar sowohl was den Begriff der Solidarität betrifft, speziell unter Frauen, als auch was den Begriff einer feministischen Weltsicht betrifft. Also da habe ich das Gefühl, da ist wieder viel im Entstehen, viel entwickelt sich weiter und das ist sehr erfreulich nach diesen Hungerjahren. Es ist auch für mich sehr erfreulich, sozusagen genau vor 10 Jahren eigentlich angefangen zu haben und sofort eigentlich mitgetragen zu werden von weiblichen Vorbildern. Ja. Und vielleicht ist das jetzt sehr konkret, aber momentan geht es auch wieder gerade in der Filmbranche um Quotenregelungen. Und in dem Interview mit Florian für die Retrospektive, das lange Interview, sehr empfehlenswert nachlesen, auf der Homepage, wer es noch nicht getan hat, da fällt das Wort zu einem ganz anderen Kontext, aber eigentlich, naja, auch mit dem damals erste Frau im ORF einen Film machen, mit dem, verwendet es den Begriff Futterneid. Ist das immer noch etwas, was die Quoten... Futter? Also dass jede, wenn eine Frau einen Film macht, kann ein Mann keinen Film. Dann macht diesen Film kein Mann. Genau. Das ist frei zitiert nach Donald. Jeder Parlamentssitz, auf dem eine Frau sitzt, auf jedem Parlament, auf dem eine Frau sitzt, sitzt kein Mann. So, das kann man jetzt dann natürlich auch übersetzen, auch auf Filme machen. Ich denke mir, der Futterneid ist wahrscheinlich eine ziemlich alltägliche und normale Geschichte. Er wurde halt, ich denke mal, niemand gibt gerne Privilegien ab. Insofern natürlich auch die ewige Frage der Quote. Natürlich braucht es das ganz klar, weil sonst, wir wissen, wir kennen alle diese Zahlen bis zum Jahr 2000, was weiß ich, 70 oder 2500 braucht man, wenn es keine Quoten gibt, wenn es da nicht klare Maßnahmen gibt. So, und natürlich, es war in den 70er Jahren, war so eine Tendenz, alle Männer waren, die was auf sich gehalten haben, waren Feministen und alle Männer, die was auf sich gehalten haben, waren Linke. Das hat sich dann, wie die Zeiten, wie der Wind sich gedreht hat, radikal geändert. Und da sind dann, da haben natürlich alle wieder nach den Futtertrögen geschnappt und da war natürlich keine Rede mehr davon. Und da wurden den Frauen auch viel Arbeitsmöglichkeiten wieder entzogen. Also ganz, ganz extrem viel. Und ja, also unter Kollegen habe ich selbst natürlich nicht miterlebt, diesen realen Futterneid. Aber das ist ja auch keine so individuelle Geschichte. Das ist niemand gibt gern Privilegien auf.
Und es ist ja auch nichts, was sozusagen von direkt gegenüber passiert, es ist eher ein, richtig, ein ja, allgemeines, anonymes, ja, ein anonymer, genau, Wettbewerb, genau, der passiert. Ja. Und deswegen, genau, auch so schwer vielleicht zu greifen ist. Genau, genau, genau. Und ist es sehr oft immer noch. Ne? Das wäre jetzt der Moment, wo ich ans Publikum die Fragen öffne. Es gibt dann das Saalmikro, das wäre super, wenn Sie es benutzen, damit, weil es wird das Gespräch aufgezeichnet, dass wir dann die Fragen auch hören, alle hören. Gibt es Fragen, ganz egal, eben ob zum Film allgemein, ja, hier in der ersten Reihe. Ich hätte noch eine Frage zu dem Film, und zwar als der Neffe diese Hausangestellte vergewaltigt, und da steht auch der Hausherr daneben. War das dann irgendwie so im Sinne von Jus Prime Nocti noch, dass das noch üblich war zu der Zeit? Na, natürlich in der Tradition vom Recht der ersten Nacht. Aber es war auch auf einer wesentlich banaleren Ebene war es einfach üblich, die weiblichen Dienstboten als Sexualobjekte zu verwenden, solange sie halt jung genug waren und so. Also das ist Legion, ist ja auch in der Literatur kommt es ununterbrochen vor und in der Praxis kam es auch ununterbrochen vor. Dann wollte ich noch etwas fragen, wenn ich jemand anders sprechen will. Bitte. Nein, es ist entfallen. Gibt es sonst noch Fragen? Nicht schüchtern. Ihr habt schon über Solidarität auch gesprochen und auch unter deinen Kolleginnen sozusagen. Es hat ja dann noch ein bisschen gedauert, bis auch Margarete Heinrich oder Karin Brandauer oder dann auch Kitty Kino auch Filme gemacht haben. Wie war sozusagen die Beziehung oder wie seid ihr untereinander miteinander umgegangen? Gab es da so sozusagen etwas, wo man sich regelmäßig auch ausgetauscht hat oder hat eher jede für sich selbst gekämpft in dieser Zeit? Na, wir sind aus sehr unterschiedlichen Richtungen gekommen, haben auch sehr unterschiedliche Filme gemacht. Das heißt, es hat sich nicht von vornherein so aufgedrängt. Aber wir haben dann, also hauptsächlich initiiert von der Margarete Heinrich, diese Aktion Filmfrauen gestartet, die es nur kurz gegeben hat, aber in dieser kurzen Zeit, glaube ich, war sie sehr, sehr wichtig. Und da haben wir uns getroffen und da haben wir zum Beispiel, eine unserer Erfolge war, dass wir zum ersten Mal alle die unsere Gagen aufgelegt haben und auf irrsinnige Unterschiede gekommen sind, völlig unberechtigte, und in der Folge es auch viel härtere Kämpfe gegeben hat um die Gagen, ja, die ja immer noch nicht gleich sind wie bei Männern, aber untereinander, ich habe mich immer stark an Männern orientiert, was die Gage betrifft, aber viele Frauen haben sich derartig unterbuttern lassen und das offen zu legen, das war ein unglaublicher Tabubruch, war auch sehr angstbesetzt, war ein voller Erfolg. Außerdem haben wir es geschafft, dass es keine rein männliche Auswahlkommission mehr gab seitdem, was bis die ersten 5 Jahre, wo es einen Filmförderungsfonds gab, waren es immer nur Männer, ganz unhinterfragt, ist wirklich interessant, ist kein Mensch auf die Idee gekommen, dass das vielleicht nicht angemessen sein könnte. Und da haben wir gleich mit der Forderung dagegen gehalten, jetzt wollen wir 5 Jahre lang nur Frauen. Hat auch nicht wirklich funktioniert, aber es war nie mehr, dass keine Frauen, das waren in kürzester Zeit dann auch 2. Und dann hat es immer so ein bisschen dahin geeiert, aber inzwischen hat sich das bewegt. Der Anfang, den haben wir damals gestartet. Dankeschön. Ja, hier in der dritten Reihe gibt es eine Frage. Es ist keine Frage, ich möchte zu dem Film was sagen. Ich habe den Film überwältigend gut gefunden und was mir
Also es ist nicht nur dem Inhalt nach, sondern der Form auch. Ich sehe darin so viele Bilder, die sozusagen überzeitlich sind. Ja, das ist ja Absicht, aber das ist sehr gut gelungen. Teilweise wirken diese Bilder wie aus dem Mittelalter oder aus der Renaissance und so. Und zugleich sind sie total lebendig und berührend. Dadurch wird das deutlich, was ja auch gesagt wurde, dass Frauen verschwunden waren und Frauen sozusagen aus diesem Nebel so herausappern. Ja? Dass auch wie das gedreht wurde, so herauskommt. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich bin sehr dankbar, dass ich weder gewusst von diesem Film noch gesehen, schon gar nicht. Ja? Was natürlich auch spricht dafür, wie diese Filme sozusagen behandelt wurden und wahrgenommen würden, weil das ist nicht kein Einzelschicksal von mir. Und ich möchte sagen, dass dieser Film sozusagen dieses Thema, dass die Frauen sozusagen aus dem Nebel der Geschichte ins Licht geholt werden, dass der auch von der Art und Weise, wie gedreht wurde, wie fotografiert wurde, die Perspektiven, die konkret eingenommen wurden, das unglaublich deutlich machen und einfach einen wohin führen, wo man gedacht hat, dort gibt es eh was, aber dort war es bisher nur dunkel, wenn man hingeschaut hat. Ja. Dankeschön für diesen Film. Danke Ihnen. Ja, die Frage nach der Form, so eine Geschichte zu erzählen, war natürlich schon eine ganz elementare. Und mir war ab einem bestimmten Punkt des Filmemachens, das waren ja nicht meine ersten Filme, war mir wichtig, jetzt auch sozusagen die kleine weibliche Form oder die kleine Frauen zugestandene Form zu verlassen und eine Form zu suchen, die breiter ist, offener ist, bewusster gestaltet ist und das Kleinformat sozusagen zu verlassen. Und ich glaube, das war auch einer der großen Tabubrüche, die mir nicht nur Sympathie eingebracht haben, jetzt einen Raum zu fordern, der Frauen ja schon sowieso nicht zugestanden wird. Jetzt muss ich sagen, das hat eigentlich eigentlich hat dieser Film, also die Ausmaße, die haben so wie eine griechische Tragödie. Ja? Es ist wirklich ganz, ganz, es geht, also diese Schicksale sind sozusagen bedeutsam. Nicht im Sinne von Mitgefühl, sondern wie sie sich selbst zeigen. Ja? Sie zeigen sich als das, was sie sind, nämlich groß. Ja. Also das ist das von kleinen Leuten, aber groß. Ja. Große Schicksale, so. Weiter hinten mal noch eine Frage. Ich wollte auch eine Frage stellen, und zwar zur Filmästhetik. Ein bisschen was ist schon angeklungen, ob es da Vorbilder, Traditionslinien oder wo Sie Verwandtschaften sehen, was Sie filmästhetisch zu dieser Zeit angesprochen hat und woraus Sie vielleicht was genommen haben und was Eigenes weiterentwickelt. Ob es da Bezugspunkte oder Linien gibt. Ich bin jetzt kein Filmtheoretiker, aber ob der italienische Neorealismo oder ob es da Verwandtschaften gibt und zum Beispiel auch jetzt gibt es ja diesen Film Lazzaro Felice, es gibt so interessante neuere Filme, die plötzlich eine Ästhetik verwenden, die lange Zeit völlig von den Bildflächen verschwunden war, jetzt aber zum Teil wieder zurückkommt. Ja, also ich finde es interessant, dass Sie Neorealismo, den italienischen, erwähnen, weil das tatsächlich so eine der Spuren war, wo ich mich gefunden habe, aber die mich sehr inspiriert hat, wo ich mir von der Art Geschichten zu erzählen, die Art Personen zu schildern, eben kleine Geschichten groß zu erzählen, das hat mich sehr fasziniert. Andererseits muss ich ja sagen, ich habe auch gerade am Anfang sehr viele verschiedene
Quellen sozusagen. Aber nochmal zum Neoverismo bis zum Bertolucci. So, das ist diese italienische Art des Filmmachers, die mich schon sehr, sehr beeindruckt hat. In der klaren politischen Information, in der Menschlichkeit der Geschichten, in den wunderbaren Schauspielern und in den großartigen optischen Erzählformen. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier und dann. Ja, mich hat der Film weniger an Neoverismo erinnert, als vielmehr an die Folgen der Alpensaga. Inwiefern war da ein gewisser Einfluss oder gegenseitiger Einfluss? Es wäre natürlich lächerlich zu sagen, dass ich damit nichts zu tun hatte, weil ich hatte ja als in der Funktion der Regieassistentin damit zu tun. Es war aber nicht die Form zu erzählen, die meiner Sicht und meiner Perspektive auf der Welt entsprochen hätte. Gar nicht. Aber natürlich war das auch ein Schritt, sagen wir mal, in eine Richtung, größere Erzählformen zu finden, da kann man es vielleicht vergleichen. Hier in der ersten Reihe gab es nochmal eine Frage. Ja, ich fand das interessant, dass Sie verschiedene Kritiken von verschiedenen, also Richtungen hatten. Und was haben die Wiener Ihnen denn vorgeworfen? Also formal oder? Das kann ich gar nicht zitieren, weil das ist so, da fällt mir wirklich nichts dazu ein. Das ist alles. Suchen Sie sich was aus, kommt auch vor. So. Aber wie gesagt, das alles in einem absoluten Gegensatz zu deutschen und eben auch zu Nicht-Wiener Kritiken. Also da war etwas im Gang. Ja, wahrscheinlich war es ein zu viel der Grenzüberschreitung, ich weiß es nicht. Und ich will mich auch nicht mehr damit befassen. Aber war es damals dann, wenn die Kritiken aus Deutschland so anders waren, vielleicht auch war es jemals ein Gedanke, nach Deutschland arbeiten? Ja, war natürlich eine Überlegung. Gleichzeitig, ja, ich habe dann auch eine Tochter bekommen und das bindet dann doch dann auch an so ein gewisses Umfeld. Und ich habe es wahrscheinlich von einem Film nicht zum anderen nicht glauben können, auch nicht begreifen können, was da im Gang ist. Es war erst viele Jahre später, eigentlich erst jetzt, jetzt muss ich mich ja wieder damit auseinandersetzen, eigentlich erst jetzt kann ich so Strukturen dafür erkennen. Und ich denke mal, das war einfach ein paar Grenzüberschreitungen zu viel. Und da musste man zurückschlagen. Ja. Ich wollte noch fragen, was verstehen Sie nun genau unter größerer Form? Meinen Sie mit größerem geschichtlichem Hintergrund, die kleinen Geschichten einen größeren geschichtlichen Hintergrund stellen? Oder? Nein, ich habe jetzt eine filmische Erzählform gemeint. Eine filmische Erzählform, die Räume schafft, die Räume auch einfordert, die Räume auch füllen möchte, die sich nicht reduziert auf die einfachste Form, was zu erzählen, sondern die den optischen, den räumlichen, den akustischen, also all diesen Elementen sie ausweitet. Ich glaube, ich erzähle das jetzt nicht so gut, habe ich den Eindruck. Also es geht darum, nicht zu sagen, gut, ich mache einen günstigen Film, der in einem Zimmer spielt, ja. Sondern ja. Ja. Sich auch die Freiheit zu nehmen, eine Fabrik mit so und so vielen Statisten, auch Arbeitern und so weiter. Allein diese Fabrikszene ist... Ja, da möchte ich jetzt was dazu sagen, die Architektin, Ausstatterin, die mich durch einen großen Teil meines filmischen Weges begleitet hat, die Angela Harreiter, ist jetzt hier
Und ich finde, die verdient wirklich einen Applaus. Also die Angela Harada war sicher noch viel unbescheidener in ihrem Gestaltungswillen. Genau, das Mikro kommt zu ihr. Dazu muss man sagen, also ich war jetzt wirklich auch wieder erstaunt über den Detailreichtum, über das, was Käthe da durchgesetzt hat, was man sehr selten gefunden, also wirklich sehr selten finden konnte, dass jemand die Räume für die Figuren derartig fordert und derartig dann auch zeigt und das ganze Umfeld zeigt und jenseits aller Fernsehästhetik, weil es waren ja ursprünglich Fernsehfilme, ja. Und dazu hat ein riesiges Durchsetzungsvermögen von Seite Käthe Kratz war nötig, ja. Absolut. Ja. Wozu zu sagen ist, dass da, dass damals, also nachdem von Seiten des ORF die Wahrnehmung einmal da war, es wäre gut, dieses Medium auch zu öffnen und waren auch mehr Möglichkeiten nach den entsprechenden Kämpfen und so weiter, als es heute ist, scheint mir. Also der Anspruch, der dann, siehst du es anders? Absolut, gell? Der Anspruch, der, wenn man den einmal durchgesetzt, durchgedrückt, durchgekämpft hatte, dann waren da auch ein paar, nicht viele, aber die gesagt haben, so, das machen wir jetzt. Ja? Also das ziehen wir jetzt durch, das waren natürlich auch keine gerade billigen Filme, sie waren eher teuer und sie hatten lange Drehzeiten. Schon wieder so Grenzüberschreitungen. Und sie wurden auch entsprechend präsentiert, wobei der ORF dann wieder so ein Spiel daraus gemacht hat, daneben einen, ich sage mal Tatort, das war kein Tatort, aber sozusagen Tatort zu programmieren, um die Menschen nicht zu überlasten. Aber trotzdem, sie haben die Möglichkeit gegeben, solche Art von Filmen zu machen. Schade drum, dass es nicht mehr so ist. Also auch von... Ja. Niemals Applaus unterbrechen, Entschuldigung. Aber das heißt eben auch, sie ist... Ja, dann jetzt. Das heißt eben auch von Redakteurseite war jetzt auch dass von Redakteurseite dann unterstützt wurde, ja. Und die Freiheit gegeben wurde. Ja, absolut. Absolut. Es war vollkommen undenkbar, dass jemand in die Besetzung reinredet. Was ich höre, dass heute völlig selbstverständlich ist, dass das Redakteure oder vielleicht auch noch Produzenten, aber sicher nicht die Regisseurinnen machen. Das war vollkommen undenkbar. Also wenn diese Kämpfe mal an dem Punkt der Realisierung war, dann war die Autonomie und der Respekt auch vor der Arbeit wesentlich größer, als es heute ist. Auf Fernsehebene. Es gab noch eine Frage, wenn ich mir so ein Bild, eine Hand war noch oben. Aber ich weiß nicht mehr, wer. Vielleicht sehe ich auch Geister. Wenn keine Frage mehr kommt, dann stelle ich eine letzte Frage für das Gespräch. Es ist vielleicht eine schwierige Frage, aber mich hat das beschäftigt. Die Regisseurin Celine Sciamma hat in einem Interview anlässlich ihres Films Porträt einer jungen Frau in Flammen gesagt, als Frau werden wir nie von unserer Kunst getrennt. Ich bin immer eine weibliche Künstlerin. Ich will einfach Filme machen. War das manchmal, es war jetzt so ein bisschen vielleicht im Anklang, ich nehme den Raum, den man mir nicht unbedingt von sich aus gegeben hätte. War das je ein okay. Ein Wunsch einer Trennung von dieser Art Bewertung, die manchmal dazu kommt, dass männliche Kunst als Kunst gelabelt wird und weibliche Kunst als weibliche Kunst? Natürlich war immer der Wunsch da, dass alles, das nicht mehr nötig ist, das so zu konnotieren.
Auf der anderen Seite war es aber nötig, es in der Zeit es durchaus zu formulieren, darzustellen und zu benennen, weil es eben so neu, so unerhört, so eben nicht normal war, weil es eben auch so viele Tabubrüche geheißen hat, weil es unendlich viele Unterstellungen geheißen hat und. Also war es immer wichtig zu sagen, so und so ist es aber jetzt und so erzähle ich als Frau das jetzt und das ist jetzt einfach so, das ist zu akzeptieren, wie auch immer. Als Zielvorgabe würde ich es nicht sehen. Insofern verstehe ich diesen Wunsch und diesen Anspruch durchaus. Für uns war es nicht relevant, weil da war was anderes relevant. Da war es relevant, überhaupt einmal vorzukommen. Ja, ich glaube, das Wichtige war vielleicht da Präsenz zu zeigen. Genau. Und vielleicht ist das sozusagen, wenn wir in einer Treppenform genau, denken, der nächste und übernächste sind das vielleicht und über. Ja, genau. Ja, wenn wer wissen will, wie es mit der kleinen Marianne weitergeht, die geboren wird am Ende des Films, der hat eben die nächsten grob 2 Wochen Zeit, sich die anderen Lebenslinienfilme anzuschauen, auch die anderen Spielfilme und Dokumentarfilme, richtig? Florian nickt. Und du kommst ja auch wieder nochmal für ein Gespräch. Genau, ich bin morgen und übermorgen sowieso da und sonst dann halt so. Je nach Situation. Vielen Dank, es war mir eine große Ehre, das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Ich danke dir ganz herzlich. Danke auch für deine Arbeit.